Hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Wir befinden uns jetzt wirklich inmitten der Revolution. Wir schreiben das Jahr 1792 und das war eine der Höhepunkte der Hungersnöte. Und da setzen wir jetzt ein. Und zwar mit Sequenz 9, Erinnerung 1. Paris ist fest im Griff einer Hungersnot und das scheint alles Teil von Germains Plan zu sein. Finde den Verantwortlichen und setzt dem Ganzen ein Ende. Im letzten Part haben wir eine junge Frau gesehen, die offensichtlich auch Teil der Templerschaft ist und die an der Hungersnot unter anderem beteiligt ist. Und vielleicht wird das jetzt das allererste Mal, dass wir eine weibliche Templerin eliminieren müssen. Also, wenn ich falsch liege und wir schon einmal eine weibliche Antagonistin hatten, verbessert mich bitte unten in den Kommentaren. Aber ich bin der Meinung, dass wir bisher noch nie eine weibliche Antagonistin hatten. Okay, genug geredet. Tauchen wir ein in die Hungerzeit. Le Marais, 31. Oktober 1792. Was weißt du über Getreidehändler? Freue mich auf dich zu sehen. Die meisten von ihnen sind derzeit sehr arm. Warum? Ich habe eine Spur zu Jana. Er lässt eine Frau namens Marie Getreide aufkaufen und leitet es zu einem privaten Dock um. Marie Levesque? Du kennst sie? Die Levesques sind seit dem dritten Kreuzzug Templer. Marie war die Einzige, die gegen Germains Exil stimmte. Überrascht mich nicht, dass sie zu ihm hält. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Nicht direkt, nein. Aber das bisschen Getreide, das zurzeit Paris erreicht, wird an den Docks am Hotel de Ville entladen. Klingt gut. Dort beginne ich. Vielleicht finde ich etwas über Madame Levesque heraus. Das klingt nach einem Plan. Und wieder einmal arbeiten wir zum Glück mit seiner Geliebten zusammen. Oh wow, ich habe ein paar Tage nicht gespielt und schon hapert es mit den Namen, es hapert mit der Spielmechanik und erwartet bitte nicht so viel von diesem Part, ja. Hey, kommt hierher zurück! Ihr habt den Keil verpasst, ihr Deppen! Wo wollt ihr denn hin? Zu einem Privatkai. Dann verfolge ich eben mein Wort. Klingt nach einem Plan. Holt verdammt nochmal! Okay, wie kommen wir da am schnellsten und am besten hinterher? Wir dürfen das Wasser nicht berühren. Wunderbar. Toll. Ah! So, da geht's weiter. Kein Wasser. Sehr schön. Oh, eine Kokarde nehme ich auch gerne mit. Aber wo geht's hin? Ah, Elise, danke. Wir arbeiten mit Elise wieder zusammen. Ich tatsächlich den Namen wieder vergessen. Es ist katastrophal. Setzt niemals ein paar Tage aus und spielt dann weiter. Macht es am besten in einem Stück. Aber nein, Valkyria hatte keine Lust mehr auf Assassin's Creed und dachte sich so, nö. Spiel jetzt was anderes. Oh, schön. Hey, wovor hast du Angst? Ich vor habe dir. Bisher nur ein paar hundert Narren getötet, du ja. Narr. Sei stolz drauf. Noch mehr Rangeleien. Vertragt euch, Kinder. Hier ist genug Aufruhr in dieser Zeit. Also, so wie es für mich aussieht, wollen die Templer tatsächlich... Oh, da ist eine Leiche. Tatsächlich unterbinden, dass das Königtum und der Adel besteht. Die Frage ist nur, warum? Denn sehr viele Templer sind ja selbst adelig und würden dann zur Hassgruppe der Bevölkerung zählen. Macht keinen Sinn. Achtung! Verzog die Bugleine! Kapitän! Gibt es Probleme?
Nein, Madame. Habt ihr eure Befehle? Hier, Madame. Gut. Und mein Befehl lautet, euch zu erinnern, dass einer der Säcke undicht ist. Ja, Madame. An die Arbeit! Marie Levesque. Wen uns interessiert, ich scroll einfach mal wieder durch. Marie, die schon in mehrfacher Generation bei den Templern dabei ist oder deren Familie. Okay. Diesmal dürfen wir keinen Alarm auslösen. Yay! Weil ich ja auch so brillant darin bin, keinen Alarm auszulösen. Na, guck mal einer an. Ach, herrlich. Und da noch Schwierigkeitsstufe 3. Ja, ich glaube, insgesamt ist es 4. Von daher dürfte das hier nicht allzu einfach werden. Yo! Untersteh dich! Ich hoffe mal, dass ich dieses Mal nicht vergessen habe, Medizin zu holen. Nee, hatte ich nicht. Wow! Valkyria lernt dazu. Ach, guck mal, ich habe schon einen besiegt. Wie kommt das denn, Mensch? Ja. Au! Hört ihr mal auf damit, sag mal. Jetzt fehlt nur noch er hier. Und das war's. Und wir haben keinen Alarm ausgelöst. Oh, Wunder, oh Wunder. So, das nehme ich auch nochmal ganz fix mit. Ich habe jetzt keine Zeit für dich, okay? Wir spielen später. Ich versuche mal über den Wasserweg zu gehen. Ich schwimme einfach mal zu den Plänen. Oh. Ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Schade. Hätte ja klappen können. Ah, verdammt, die sehen mich da alle. War tatsächlich nicht der beste Plan. Hoppla. Okay, mal gucken, wie wir das angehen. Was war das? Bremse! Du wirst mir nicht erkennen! Wupp! Ach toll. Jetzt kommt der Alarm. Alarm! Ahahaha! Oh, wunderbar. Skills gleich 0. Okay, wie mache ich das dann am besten? Ich könnte es natürlich wieder mit Pfeilen versuchen. Mit Pfeilen wäre wahrscheinlich gar keine so blöde Idee. Aber diesmal gehe ich von der anderen Seite. Ich komme mal von oben. Mal sehen, ob uns das mehr Erfolg verspricht. Ich hätte auch mal wieder echt Lust auf so eine Mordmission. Muss ich ja ehrlich sagen. Okay. Versuch's doch! Okay. Das scheint mir hier doch ein ganz guter Weg zu sein. Wenn er jetzt auch noch zum Heuhaufen kommt, dann bin ich ganz glücklich. Jupp, dankeschön. Heißt, von hier aus haben wir alles erledigt. Da sind noch zwei und da sind welche, die immer patrouillieren. Ich könnte einen mit einer Berserkerklinge beschießen und gucken, was passiert. Nee, machen wir anders. Der Typ, der da patrouilliert, der ist mir auch so ein bisschen unheimlich, deswegen. Oh! Ich hau dich tot, bevor du es merkst!
Ich hoffe mal, dass die Typen da hinten mich komplett ignorieren. Ja, sehr gut. Oh oh. Toll. Stell dich dem Tod wie ein Mann. Schau ihm nach. Und jetzt noch mal ordentlich mit Schmackes. Sehr schön. So. Gleich haben wir es, Kollege. Und tschüss. So, das war der. Aber wie komme ich jetzt da hinten ran? Vielleicht doch ein Berserker-Pfeil. Jetzt verstecke ich mich hier drin und warte mal ab, was passiert. Ja, guck mal. Er geht genau den an, bei dem ich es gehofft habe. Der ist ganz schön stark, ne? Also das ist wirklich das Beste, was man machen kann. Man sitzt hier einfach im Heuhaufen, wartet ab, dass die Feinde sich gegenseitig fertig machen. Ja, das ist halt entspannt, ne? Ich will jetzt mal den Typen direkt beschießen, den wir bestehlen sollen. Das ist der da, ne? Verdammt! Habe ich ihn erwischt? Warum ist er denn jetzt tot? Hä? Das war ein Berserker-Pfeil und kein Phantom-Pfeil. Das verstehe ich jetzt nicht. Ups. Okay, schreiten wir da ein. Ich weiß gar nicht, ob das so unbedingt nötig ist. Die machen ihren Job ja eigentlich schon alleine. Na, jetzt ist ganz entspannt. Alle gehen wieder zurück auf ihren Posten. Und wenn das geschieht... Ich hätte eben fast gesagt, kann ich die Leiche schänden? Natürlich nicht. Weil ich kann mir zumindest holen, was ich haben will. So. Sehr gut. Aufgabe abgeschlossen. Jetzt sollen wir nur noch aus dem Gebiet fliegen. Und das Gebiet ist groß. Gehen wir einfach mal auf die andere Seite und da sollten wir in Sicherheit sein. So. 3, 2, 1 und... Dankeschön. Und jetzt mal sehen, was Elise herausgefunden hat über Marie. Das Palais du Luxembourg, hm? Was genau hast du da vor? Ach komm! Ich würde fast sagen, die nächste Quest mit Elise machen wir jetzt auch noch hinten dran. Warum nicht? Wo ist die Gute denn? Hallo? Merci. Das hat gerade nicht funktioniert. Haha. Le Quartier Latin. Marie Levesque richtet eine Gala im Palais Luxembourg aus. Infiltriert den Palast und tötet sie, ehe sie einen Aufstand anzettelt. Aufwand, ja. Sehr schön. Es ist also tatsächlich so, dass sie versuchen, die Bürgerschaft aufzuwiegeln mit einer kontrollierten Hungersnot. Schlimm genug, dass es Missernten gab. Nein, die lieben Templer verschanzen sogar noch das, was übrig geblieben ist, in ihren eigenen Vorräten und denken sich so, nö, wir wollen den König nicht mehr. Ja, Royalisten, genau. Alle sind gegen die Royalisten.
Cousi. Oh. Mor o Tyrann. Tötet die Tyrannen. Oder vielmehr tot den Tyrann. Ach, reizend, reizend. Wir sind in Sorbonne. Ich kann mich nicht so recht entscheiden, was Sorbonne für ein Viertel ist. Wir laufen sowohl... Ja, okay. Ich würde sagen Mittelschicht, ne? Ganz normale Mittelschicht. Wirklich arm sieht es hier nicht aus. Ah, hier ist gut was los. Ah, da ist Elise. Ups. Die Horta. Dann mal sehen. Du hattest recht. Marie-Levecs Männer entluden die Kähne und brachten das Getreide zum Palais du Luxembourg. Wenn das Volk glaubt, dass die königliche Familie in Notzeiten Nahrung hamstert... Aufruhr. Genau das, worauf Germain es abgesehen hat. Madame Levecq gehört dir. Ich suche das gestohlene Getreide und schaffe es weg, bevor es jemand findet. Sei nur vorsichtig. Lass dich nicht schnappen. Ach Mann. Liebt euch doch. Ich frag mich auch, wann er ihr endlich seine Liebe gesteht. Okay. Hilfe! Hilfe! So helft mir doch! Rück das Pulver raus! Pulver? Ablenkung. Was sollen wir tun, Michel? Könnte ich diese Wache nur in die Finger kriegen? Können Michel befreien? Gefeier. Ihr habt euch selbst übertroffen. Merci. Und nun entschuldigt mich. Ich muss meinen Mann sprechen. Lass das Fenster doch auf. Okay, so wie ich das gesehen habe. Okay, Marie Levesque eliminieren. Ich weiß auch gar nicht, warum sie immer Levesque sagen. Eigentlich muss man das erst noch mitsprechen. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Es gibt 47 Zugänge, 60 Wachen, 3 Fundstücke und 9 Alarmglocken. 9 Alarmglocken. Nur das verdammte Pulver! Eieiei. Helft mir! Kein Gebe Problem. Schon her! Dir helfe ich! So. Bitteschön. Seid ihr wohl auf? Alles gut. Wenn ihr für meinen Schutz sorgt, verspreche ich euch ein großes Spektakel. Es liegt mir fern, einen Künstler in Not zu ignorieren. Wir sind fast da. Okay. Verfolge ich dich noch mal ein bisschen. Die beiden greifen bestimmt auch gleich an. Vorsicht! Jo, war mir schon klar. Oh, da sind noch mehr. Ah, ich möchte aber ein Feuerwerk sehen. Und ihr steht mit diesem Feuerwerk ordentlich im Wege. So, wenigstens sind die Banditen relativ leicht zu besiegen. Was ist das für eine Bombe? Ah, okay. Damit kann ich leben. So. Bleibt noch einer. So. Die ziehen jetzt aber noch nicht zu Wachen, oder? Oh, Gott, ist er stark. Ich kann überhaupt nicht kontern bei dem. Vor allem, man schießt auf den Typen und das bringt so gut wie gar nichts. Okay. Ich muss also öfter mal den hier machen. Arrgh! Ich glaube, als
Na gut, mit dem Schwierigkeitsgrad hatte ich nun jetzt wirklich nicht gerechnet. Komm mal her hier. Ich finde dich. Es gibt kein Entkommen. Hab ihn. Nö, hast du nicht. Runter von der. So, komm. Das letzte bisschen noch. Stell dich nicht so an. Du willst es doch auch. So, danke schön. So, wir können weiter. Aber wer ist Thomas Levesque? Das müsste doch ihr Mann sein. Will sie ihren Mann umbringen? Heilige. So, Händler, war's das? Vielen Dank, mein Freund. Ich wünschte, ich könnte euch angemessen entlohnen. Nicht nötig. Diese Ablenkung ist schon mehr als genug. Was war das? Ach, nichts. Ach, schön, schön. So, die Ablenkung durch Feuerwerk ist sichergestellt. Jetzt reden wir nochmal mit den beiden, die hier am Fenster standen. Michelle und seine Angebetete. Was ist das uns geworden, Michelle? Wir schicken dich auf die Galeeren. Und das war doch nur ein Leibbrot. Alle Männer hier haben dasselbe getan. Oder weniger. Und das nennen sie also Justiz? Stünde es in meiner Macht, ich breche diese Gitter in zwei und erkämpfe mir meine Freiheit. Das würde jeder der Gefangenen hier. Doch ist das nicht unser Schicksal. Richtig. Weg von hier! Verschwindet! Oh, Michelle! Jotem. Oh. Ich will ihm helfen. Okay, das ist eigentlich die einzig richtige Entscheidung. Ich möchte die beiden wieder zueinander führen. Aber vorher... sollte ich etwas vorsichtiger sein, wenn ich auf Mauern klettere, weil eigentlich schon klar ist, dass da Feinde auf mich warten werden. So. Und tschüss. Den plündern wir noch mal fix. Zack. Da oben sind bestimmt auch einige, oder? Da sehe ich jetzt nur einen. Da sind drei. Oh, da ist noch einer. Aber der ist drin. Ja, Monsieur. Bei den Zellen ist alles in Ordnung? Ja. Okay. So. Erinnert mich dran, nie dort zu essen, wo ihr gerade wart. Da warten wir jetzt einfach wieder ab. Oh, der ist stark. Bürger, du da, halt! Der ist sehr stark. Oh Gott, der hat mich gesehen. Haha! Oh, das war nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich wollte eigentlich nur zugucken. Ach Gott, oh Gott. Stellt euch doch nicht so an. Immerhin hat der eine nur zwei Sterne. Das ist doch ganz nett. So. Na los. Stirb endlich. Und du bleibst beim Nahkampf. Oder auch nicht. So. Auch er ist immer noch am Leben. Und kämpft noch ein bisschen. Dreschig. Zumal er mir hier jetzt auch die ganzen anderen Wachen vom Leib hält. Oh mein Gott! Das sind wirklich viele. Ach, verdammt! Oh! Wie sie weinen da unten. Okay, ich warte einfach mal ab, bis die mich jetzt nicht mehr suchen.
Dann gehe ich runter und hole mir den Schlüssel. Einer steht da noch. Kannst du noch einen runter? Schade, schade. Die hat auch nicht genug Reichweite. Das ist ja ätzend. Tja, Arno. Dann müssen wir wohl doch weiter runter. Nicht weinen, ihr Süßen. Ich komme zu euch. Valkyria rettet euch. Hallo? So. Der stand mir nämlich ein bisschen zu nah da dran. Der hat auch 5 Schwierigkeitsstufen und deswegen machen wir das fix auch nochmal. Beziehungsweise er macht das für uns. Und dann geht's runter. Wie viele sind denn eigentlich noch übrig? 2, 4, 6, 7. Ein paar sollte er aber schon noch hinkriegen, oder? Danach sind es nur noch 6. Da oben ist noch einer. Vielleicht reicht der Überraschungsmoment ja jetzt sogar. Ja, aber nicht, wenn du hier weiter herkommst. So, jetzt vielleicht fix. Ach, die Ablenkung fand ich super. Alles, was du willst, haben wir das verdient. So, Michelle, komm raus. So. Was haben wir da denn noch? Irgendwas von Bedeutung? Nope, nur eine Leiche. Aber auf der anderen Seite sind noch Gefangene. Gehe ich einmal fix hier hoch. So. Jetzt hier auf der anderen Seite runter. Ich denke mal, die können auch für ihre Freiheit kämpfen. Und mich ein bisschen unterstützen. Befrei uns! Schon dabei. Kommt raus. Los, kämpft los. Für euer Recht! Liberté! Oui, oui. Vive la Revolution! Etc. Etc. Wunderschön. So! Das haben wir erledigt. Da hinten sind jetzt noch einige. Ich gehe wieder über die Dächer rüber. Oh, wow. Ich nehme schon fast eine halbe Stunde auf. Unbelievable. Wie viele sind hier? 1, 2. Da oben muss ich hoch. Und tschüss. Ich muss das Ziel finden, aber eigentlich möchte ich Thomas sehr gerne retten. Wenn es denn möglich ist. Platz ich mal kurz hier auf die Bank. Ich denke mal, dass der Typ hier gleich wieder vorbeikommen wird. Oder auch nicht. Aber da hinten kommt einer. Der interessiert sich aber offensichtlich nicht für uns. Na, wenn er sich nicht interessiert. So.
Wir müssen auf jeden Fall da in den Raum. Wir sind so nah. Teufel, noch eins. Tremblay! Ja, geh hin. Geh hin. Und tschüss. Stehen bleiben! Oh, Marie! Marie, mon amour! Eliminiere sie, verdammt! Sehr gut! Vergiss nicht, was ich dich lehrte, Marie. Oui, Maman. François Thomas Germain. Wegen Verbrechen gegen den Templerorden werdet ihr verbannt. Jeder, der dem Exilanten Schutz bietet, wird sein Schicksal teilen. Na, der Molay spricht zu mir. Ich kenne seinen Willen, Dallas-Herr. Dallas-Herr! Milady, Besuch für euch. Ich brauche eure Hilfe, Marie. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. In einem Atemzug verschwört er sich gegen die Revolution. Im nächsten verspricht er, bei ihrer Umsetzung zu helfen. Gut. Ihr könnt diese Informationen an die richtigen Männer weiterleiten, Monsieur Le Pelletier? Natürlich, Großmeister. Mit diesen Beweisen hier ist die Verurteilung des Königs gewiss. Monsieur Le Pelletier! Der nächste auf unserer Liste. Vermutlich. Nein, eigentlich ganz sicher. So. Jetzt ganz fix hier raus. Entschuldigung, darf ich mal? Dankeschön. So, wir müssen einfach nur entkommen. Das sollte eigentlich auch nicht so schwer sein. Anonym werden. Sehr gut. Wir haben einen Phantomumhang erhalten. Und die nächste Erinnerung haben wir damit auch abgeschlossen. Und zwar die Horta. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ich denke mal, dass wir gerade unser nächstes Ziel erhalten haben. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Assassin's Creed Unity wieder. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Bis dann, meine Lieben.